Ich hab gerade noch einen Knacker gegessen. Also wurscht, oder? Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, grüße euch. Ja, wie ist die Lage? Als weiter, ne? Blick nach vorne gerichtet, Attacke. Ich habe Anfang der Woche jetzt zwei coole Gespräche gehabt. Erzähle ich euch dann, wenn es wirklich spruchreif ist. Sprich ergo, nee, es war Wienerle, Magnus, es war Wienerle, oder? Du konntest in der Mitte so machst du knacken und dann geht's genauso gut. Wenn das in trockenen Tüchern ist, dann sage ich euch Bescheid. Cyprus, grüß dich, moin. Selbst mein Lieber. Grüß dich. Was machst du? Krankgeschrieben. Sitzt an den 43er Zeiten auf Watkins Glen. Ja, geil, geil. Ja, ja. Jeder braucht ja irgendwie so ein Target, oder? Wie es so schön heißt, ja. Ja. Ja, ich habe auch, bin jetzt auch Anfang der Woche wieder aktiv ins Training rein. Für Suzuka. Eigentlich wollte ich im ersten Moment nicht wirklich. Boah, grüß dich, moin. Aber, wie heißt so schön, es kommt immer anders, als wie man denkt, oder? Nee, also ich hatte schon Bock gehabt, definitiv. Ich hatte schon Bock gehabt. Ich hätte aber trotzdem ganz gerne so das äußerste Backup gemacht, ne? Also den Springer, 24 Stunden Suzuka von der, sag schnell, von Sim to Real, also von der WES, steht ins Haus. Am 1. Mai-Wochenende ist das, glaube ich. 1. oder 2.? 2. 2. Mai-Wochenende dürfte das sein. Ja, 2. Mai-Wochenende. Und, die Ironie an der Sache ist, ich habe an dem Samstag, wenn das startet, habe ich Geburtstag. Also, das heißt 24 Stunden im besten Falle, wenn es denn meine gedankliche Situation zulässt. Das heißt Schlafdefizite, Income, so nach dem Motto, steht dann ins Haus. Aber kriegen wir hin. Dementsprechend bin ich nur seit Anfang der Woche aktiv am Trainieren. Dann schauen wir mal. Aber das würde Quälerei. Wegen dem Wechsel. Was für ein Wechsel, Devs, meinst du? Wetterwechsel, meinst du? Wir fahren nur noch 60, Noob. Wir fahren nur 60, Min. Ach so, weil ich... Ach, Entschuldigung. Ja, hast ja recht. Nein, ist vollkommen richtig. Stimmt, im Titel stand 90 Minuten. Das ist richtig. Das habe ich vergessen aus dem letzten Rennen zu ändern. Das stimmt, 60 Minuten. Also, gut. Nochmal herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Hove Sim Racing. Nächste Situation, Rennen 3, Rennen 8. Nicht Rennen 3, Rennen 8 von 11 auf Donington Park am heutigen Abend. So steht es zumindest geschrieben. So ist es auch geplant. Und dann können wir da, glaube ich, mal dezent steil gehen, hätte ich gesagt. Vielen, vielen Dank an die Supporter und die Sponsoren der Hove Sim Racing. Angefangen über die Albicra, Soapbox, Crit.8 und natürlich Moldenhauer, oder? Geile Nummer. Richtig geile Nummer. Also, vorletzter Durchgang. Sonnigen Park. Also, es wird das nicht ganz so toll, aber es ist zumindest trocken, sagen wir es mal so. Die Befürchtung habe ich auch, Kampfzwergerl. Ja, das wird richtig eng. Also, viel Spaß mit den Trailern und dann rauf auf den Server.
Dieser Livestream wird euch präsentiert von Soapbox, eurer Waschstraße zweimal in St. Augustin. www.soapbox-augustin.de. Klar, da sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Thema Rennkalender. Matthias, einen wunderschönen Abend, grüß dich. Xanster, moin, Gypsy. Ready for Dark Emergency. Da ist, glaube ich, der falsche Kollege noch nicht da. Der richtige Kollege für noch nicht da. Unser Paradox. Aber wir probieren es mal. Also, da seht ihr es. Donington Park heute am 25.04. So steht es geschrieben. Renndistanz 60 Minuten. Wer jetzt vielleicht im Nachgang erst in den Stream gekommen ist, der wird die 60 Minuten sehen. Ansonsten, wenn die 90 Minuten noch zu lesen sind, bitte ignorieren. Das ist falsch. Es sind 60 Minuten Renndistanz. War ein Übernahmefehler aus dem alten vorhergehenden Lauf, aus dem anderen Titelnamen. So, also der Plan. Gucken wir kurz rüber. Auf den... auf das Thema Ranking. Im Hintergrund schon die Live-Bilder vom Server. Moritz Birzer gerade am Fahren. Also da haben wir es. Goldfahrerwertung. Max Florenz relativ weit vorne auf der 1 in Führung liegend mit 167 Punkten. Moritz Birzer auf der 2. Der fällt im Hintergrund schon sich da ganz locker easy warm. Christopher Schmidt, einen wunderschönen Abend. Grüß dich, mein Lieber. Viel Erfolg, mein Lieber. Digga, fingers crossed, ne? Lass den Koffer heile und guck, dass du da Donington Park verstehst, soweit. Jan Drexler auf der 3 hat 122 Punkte. Philipp Thoma P4, Robin Meyer P5, 104 zu 101. Fehlern bei P6, dem Griechen, dem Janis Zotz. Christopher Schmidt auf der 7 mit 92 Punkten. Christopher, lass fliegen auf jeden Fall. Janis Zeus ist gar nicht so weit weg. Siehst du hier eingeblendet. Viel Erfolg, definitiv. In der Silberkategorie haben wir Jeff Ewerts auf der 1 mit 117 Punkten, 5 Punkte Vorsprung vor René Brey. Dominik Meyer auf der 3 mit 108, der hat 3 Zähler Vorsprung vor Danny Anwand auf der 4. 102 Zähler hat Mike Bugler auf der 5. Position, Tobias Martini. Nicht zu verwechseln mit dem Martini, was man trinken kann. Ob mit oder ohne Olivski, keine Ahnung. Der eine mehr, der andere weniger womöglich. Ich trinke gar kein Martini. Dann sagen wir lieber alles gut. Passt also. Hüpfer, der Remo, der Schweizer, punktgleich mit Alexander Rützm im Österreicher, warum denn auch nicht? Na, machen wir halt mal das Bundle, oder? Schwösis. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. So, also, wir gucken uns das Thema an. Wer ist denn on track? Wir müssen aber ganz kurz mal die Kamera umbasteln. Max Florenz, Vinari Racing, Aston Martin. Benjamin King im BMW M4 für Rover Racing. Janis Zeus im Entropy Racing McLaren am Start. Philipp Thoma McLaren für Madcap Racing. Sven Sivi, mein Lieber, grüß dich, wunderschönen guten Abend. Christopher Schmidt, Venari Racing, BMW M4. Moritz Birzer McLaren für Projektivseetaucher. Jan Drexler für Skidmark Racing im M4. Matthias Weckel für Hovesim Racing im Porsche. Vladi H. für Rapid Racing im S. Martin Ricky Krebs für die RPM Triebwerkmannschaft im Ferrari. Sebastian Brocke, Entropy Racing McLaren. Julian Krupica, Entschuldigung, Krupica, soll ich ja sagen, DOD Racing im Lamborghini. Jeff Ewerts, Hovesim Racing 2 im BMW M4. Mika Finkbeiner im Purple Sector Racing bei GSE. Lamborghini sitzend. Wahrscheinlich länger nicht mehr gesehen in Mika. Schön aber, dass er wieder mit dabei ist. Tobias Martini, Martini Web Design Racing im Ferrari. Pierre Meyer, DB3 Motorsport am Audi 8. Der Remo Kipfer, Panther GT Racing im Ferrari. Thomas Jansch, wunderschönen guten Abend, Grüße. René Brey, CDS Digital Motorsport im Porsche, Robin Meyer, Madcap Racing McLaren, Alexander Rötz zum DOD Racing im Lambo, Detlef Keep, Hovesim Racing im Porsche, Bastian Holter, DB3 Motorsport, Audi 8, Patrick Schröter, Hovesim Racing im Ferrari, Dominik Meyer, Purple Sector Racing bei GSE im M4, Peter Lindner, CDS Digital Motorsport im Fefe, Klaus Jäkel im McLaren für Soapbox Racing, Danny Anwand, Panther GT Racing im Ferrari, Markus Blumenrath, Skidmark Racing im McLaren, Jens Alusa im Entropy Racing McLaren, Ramon Wagner, jawohl, das ist unser Kollege. Siehst du, Etzalat, wo jetzt der richtige Name da steht und weiß ich schon nicht mehr, wie damals der Nickname war. Ja, manchmal habe ich hier irgendwie einen Sieb, warum auch nicht. Also, Television, das Team für Ramon Wagner im McLaren. Alvin Bussian, Hovesim Racing im AMG. Ingo Schmidt im AMG und Mike Bugler, unser Nightmare, für Venari Racing
im Ferrari mit der Startnummer 19. Schönes Ding. So ist also der Plan. Ach Quatsch. Bitte, bitte. Wo ist Sven Sivi? Bei dir auch? Geile Zipfelklatsche. Da ist immer noch Breathing oder was im Hintergrund? Ray Wolf, morgen, Andy. Grüß dich. Ja, ich weiß, morgen kommt nichts dazwischen, also ist morgen Freitag. Vanessa, wunderschönen guten Abend. Ah, der Himmel ist absolut grau. Es sind 17 Grad im Parcours nur mehr drin. 13 Grad Außentemperatur. Es ist kurz vor Mittag auf dem Server. Oh, da würde ich jetzt auch nicht nein sagen, Magnus. Deiner Meinung nach fällt ein Nissan im Feld? Ich kurz überlegen. Nissan bei Hofes im Racing? Nicht in der A-Series. Eventuell in der B-Serie. Das weiß ich gar nicht. Schaut euch bitte mal links den Tower an. Eine Sekunde die Top 23 auseinander. Das war das, was ihr vorhin geschrieben habt, oder beziehungsweise der Kampf. Zwergal, der das geschrieben hatte, das wird eine ganz, ganz enge Kiste und vor allem schwer werden. Bei diesen Zeiten. 25 Mitte. Baske, grüß dich. Da machen wir es gescheit. Kampfzwergal, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 21. Monat. Basketfan, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 4. Dankeschön. Ja, das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Also ich glaube nicht, dass wir mit etwaig aufkommender potenzieller Langeweile rechnen dürfen. Zeitengleichheit bei Mika Finkbeiner und Tobias Martini, 14 und 15. Krass. Ja, mal schauen, was es Quali gleich mit sich bringt. Ich denke, das wird eine sehr, sehr geile Nummer. Ich habe keinen Favorit, Thomas. Ich habe keinen Favorit, das geht gar nicht. Nee, ich bin da weg, ich bin sehr, sehr neutral, was das betrifft. Also ich glaub, das kann man sich auch gar nicht erlauben, oder? Als Moderator. Dennis! Wunderschönen guten Abend, vielen, vielen Dank für den T1 Restart. Willkommen zurück im 6. Dankeschön. Hab ich gar nicht geguckt, was hat Xanz da geschrieben? Dennis, bist du munter? Geht's dir gut? Habt ihr doch gerade ein Auto vorbei huschen sehen? Wer war das hier? Mike Bugler. Sehr schön. Ist das okay von der Lautstärke her oder ist das ein bisschen zu leise? Weil ich hab's ja vorhin gesagt, ich bin selber gerade so ein bisschen am Trainieren. Und ich feiere andere Audioeinstellungen und andere Settings und hast du nicht gesehen? Yuki! Yuki! Nina, vielen, vielen Dank für deinen T1 Resub. Willkommen zurück im 3. Dankeschön. Einen wundervollen guten Abend. Hast du mir die anderen Bananenbücher mitgebracht? War für einen Freund. Ich hab's im Rücken heute, das glaubt ihr gar nicht. Meine Freunde.
haben die am CCTV was verändert oder bin ich jetzt depp? Das sieht irgendwie ein wenig anders aus. Ah, die haben am Cycler geschraubt. Okay. So, warte mal. Maximal noch 7 Minuten, dann geht's rein in die Quali. 20 Minuten Boxenstopp, Fenster, passt. Das ist für ein bisschen noch auf Arbeit, okay. Der Rook, ach so, ja, okay, ja, gut. Ja, muss ja auch irgendwie Zeit investieren, ne? Ist ja normal, es fliegt einem ja nicht zu. Bei dir ganz klar, Maya und Thomas, die Madcap Racing Jungs, meinst du, Thomas? Vollkommen okay. So ungefähr. Sehr schön. Stefan Mons ist noch gejoint. McLaren Racing. Da ist er, der Stefan. Hat er da vorher schon kurz ins Discord reingeschrieben, was bei ihm ein paar Minuten später wird, aber zum Quali rechtzeitig ist er da. Philipp, grüß dich. Morgen. Whisky. Als weiter, Snacks. Als weiter. Dirk, wir gucken mal, dass eventuell morgen Abend, wenn es passt, vielleicht eine Session möglich wäre. Mirko und meine Eins hat potenziell ein anderes Setup. Deswegen ja, gucken wir mal, Philipp, ne? The Great W, wunderschönen guten Abend, grüße dich. Und vielen, vielen Dank für den Level 1 Hype Train. Muss, the Great W, muss. Oh, viel zu weit raus hier, Ramon. Knirps, vielen, vielen Dank für den T1er. Vielen, vielen Dank. Fettes, fettes Merci. Viel Spaß mit den Emoticons. Und willkommen im Club der, wie sagt der Kollege immer so schön, der Blunaten. Dankeschön. Obwohl er weiß, dass er unglaublich schnell ist, unfassbar schnell ist, der Max Florenz, der macht trotzdem immer Meter im Rahmen seiner Möglichkeit. Das ist echt unglaublich. Ich glaube auch, das ist so ein eigenes Ego-Ding, ne? Also du darfst da nicht nachlassen, womöglich. Es läuft die Konkurrenz ja Gefahr zu denken, naja, und jetzt hotzt dich irgendwann, ne? Ja. Wo habe ich den Patrick Schröter überlesen? Also sorry Patrick, wenn ich überlesen habe. Patrick Schröter, Hove Sim Racing im Ferrari. Natürlich auch mit am Start. Kann mich gerade nicht erinnern, dass ich den genannt habe vorhin. Eieiei. Gletscher, grüß dich, moin. Bei mir im OBS läuft der Hype Train weiter. What? Sehe ich nicht. Läuft der bei euch im Stream auch gerade weiter? Okay.
Das ist komisch. Also ich habe auf dem anderen System, habe ich den Chat auch nochmal offen. Da ist er abgelaufen und im OBS läuft er weiter. Dann hat der Knips es geschafft, kurz vor Ablauf der Zeit, dann nochmal den Hype Train weiter zu schubsen. Ist ein Bummeltrain, ja, genau, richtig, ja. Gefühlt läuft der schneller rückwärts wie vorwärts, ne? Oder wie war das? Hier haben wir einen der beiden Madcap Racing Piloten im Bild, das ist der Robin Meyer. Der ist auch unfassbar schnell. Echt, das war der Plan. Dankeschön, Knips. Dankeschön. Rapid Racing, Vladi Haas. Ja doch, den habe ich genannt. Aston Martin, ja klar, logisch. Ja. Steht hier auch noch ganz locker, tiefenentspannt in der Box. Snacks hat ein Vorhaben, dein Gedankengang, hat das geklappt? Auf Mike Bugler bin ich gespannt heute. Letzten Lauf lief nicht ganz so. Aller Wahrscheinlichkeit nach der Vorstellung des Kollegen Mike Bugler. Also die 6 Wochen, ne? Oder knapp 6 Wochen, ja, okay. Alles gut. Toi, weiterhin, mein Lieber. Adrian, grüß dich, moin. Also wie gesagt, jeden Moment wird geskippt in die Quali-Session rein. 20 Minuten haben wir dann. In der Theorie. Die Qualifikation. Genau. Forwarding to next session. Also einmal geskippt worden. Perfekt. 19 Grad im Asphalt. 14 Grad in der Außentemperatur. Und die Fahrer dürfen raus auf die Strecke. Ganz früh dabei. Johannes Zeus. Ne, der René Brey hat den Anfang gemacht. Guck mal hier. René Brey als erstes da rausgehämmert. Okay. Ja, nutz die Zeit zum Lernen, ja. So, jetzt hat mich gehört. Jetzt aber. Also, vielen Dank für den Level 2 Hype Train. Pass auf, dann machen wir das jetzt so. Was denn? Markzeit, grüß dich, moin. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah, das sind ja Lecks des Todes, oder was? Oder liegt es an mir? Letztes Rennen erstmals Podium gewesen. Ey, Gletscher, Glückwunsch, Mann. Ach nee, warte mal, hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ja gar nicht. Nee, das machen wir so nett. Tosinado, grüß dich, moin. War global, ne? Also war ein Serverleck gewesen. Okay, jetzt hab ich schon gedacht, hey. Hey, Chris Crow, grüß dich, moin. Oh, guck mal, die fahren da alle auch wieder rein. Die fahren da alle wieder in die Box rein. Also aktuell wären auch noch alle 34 Fahrer auf dem Server, ne? Also.
Ach so, die haben im Voice Red Flag ausgerufen. Okay, okay, alles klar. Dann habe ich das richtig verstanden, passt. Machen die jetzt einen Serverneustart? Ja, weil ich hab's im ersten Moment nicht gerafft, weil der Thomas Janisch oben geschrieben hat, Red Flag LOL, you know? Also, okay. Dann vielleicht ganz kurz eine Info, wenn der Server neu gestartet wird für mich, und dann ist das nicht das Problem. Hallo? Jetzt hat er. Ja, nee, alles gut, Thomas. Du, kein Problem, wir sind Menschen. Mach dir keinen Kopf. Zwei haben wir, glaube ich, bei, ne? Great W. Jan Drexler. Wer ist der Zweite? Haben wir den Jan im Bild? Ach, diese blöde Kamera auf hier. Haben wir den Jan im Bild? Chris Crow, wie geht's dir? Und ich ein Besonderer. Okay, okay. Server Neustart? Okay, perfekt. Warte mal. Dann mache ich hier mal kurz den da. Weil ich muss den ganzen Blödsinn hier, ich muss die Software disconnecten. Habe ich gleich den übelsten Stress. Ist er schon weg. Puh. So, okay. Einmal clearen, zweimal clearen, dreimal clearen. Was ist jetzt am Weh? Chris Crow, klemm ich auf. Ah, okay, cool. Warum denn noch nicht? Ingo, grüß dich. Ach genau, richtig. Markus Blumentrat und Jan Drexler, die beiden waren es. Genau, richtig, ja. Ja, ja. Tosinado schreibt Oschers Leben. Ach so, auf den DTM-Stand bezogen. Ja, okay, alles klar. Jetzt macht Sinn, ja. Ey, Chris, grüß dich, moin. AC Chayabusa. Hinaus. Sehr geil. Okay, dann haben sie mal geswappt. Alles cool. Also, dann joinen wir mal wieder drauf. Was willst du genau wissen, The Great W? Weil das letzte Hove-Endo ist ja abgesagt worden. Weil die Login-Server nicht da waren. Also, durch die nicht vorhandenen Login-Server war eine Fahrt unmöglich gewesen. Die konnten ja nicht joinen. Meine Frage an alle: Fahren letzte Zeit wieder häufiger und was würdet ihr empfehlen? Cockpit-Sicht, Lenkrad sichtbar oder nicht? Reines Gefühlsthema, Breuer. Reines Gefühlsthema. Wenn du der Meinung bist, du lässt dich dadurch nicht irritieren. Kein Thema. Du kannst das Lenkrad in ACC aber auch ausblenden. Das geht auch. Dann hast du im Endeffekt nur mehr oder weniger die Sicht auf die Verkleinung und hast so ein Lenkstummel stumpf halt, ne, vor der Nase. Ich persönlich fahre auf dem Armaturenbrett viel weiter vorne, weil ich einfach dadurch etwas mehr sehe. Das heißt, ich habe ein bisschen besseren Überblick. Ich sehe die Bremspunkte so ein bisschen anders, ne? Ich habe auch ein anderes Geschwindigkeitsempfinden, ja. Kein Weg, wie es dir am besten taugt. Also die klassische Cockpit-Sicht mit komplett allem sichtbar etc. Ich sehe zu wenig von der Strecke. Ne? Ich sehe zwar unheimlich viel vom, ich sehe vielleicht auch den Innenspiegel bzw. die Außenspiegel und so, aber das Geschwindigkeitsgefühl ist nicht so da, als dass ich sage, das würde mir persönlich taugen. Chili, grüß dich, mein Lieber. Wunderschönen guten Abend. Ja, genau, Dolly, richtig, genau. Ne? Je nachdem, wie du halt einfach für dich damit zurechtkommst und klarkommst.
Ja? Es ist genau das gleiche, wie wenn andere Menschen dir oder andere Leute dir sagen, in welchem Pfaff du fahren sollst. Das ist völliger Quatsch. Du fährst das Pfaff, wo du am besten klarkommst, beziehungsweise wo du dich einfach wohlfühlst. Ja? Und wenn das Pfaff einfach um 5 oder 6, 7 Grad abweicht, dann ist dem so. Du selber sitzt ja hinterm Steuer. Du selber brauchst die Kontrolle und im Endeffekt das Wohlfühlempfinden im Auto. Ey, das ist ja auch geil, Chris. Das ist ja auch cool. Also Chris Crow. Ganzes Wochenende live dabei, warum er nicht? Toni, ich verstehe die Frage nicht. Weißt du, was Tobi 5 ist? Tobi 5? Ist das nicht irgend so ein Addon? Achso, direkt in die Quali-Session gestartet. Okay, cool. Ah, sehr schön. Ein Head-Tracker ist das. Ah, okay. Dann ja, also gehört von habe ich schon mal, ja. Allerdings nutze ich sowas halt überhaupt nicht, ne? Ja, mache ich persönlich auch, Dolly. Und zwar nutze ich die Haubensicht auf dem Bentley oder im Bentley, wenn. Wenn ich mit dem Bentley allerdings in... wenn ich bei absolutem Sauwetter unterwegs bin. Dann switche ich rüber auf die Haube, auf die Motorhaube beim Bentley. Weil du einfach nichts siehst, ja? Du sitzt dann auf der falschen Seite oder so, ja, und dann brauche ich halt einfach für mich den Überblick, ne, die bessere Sicht und dann wechsle ich auf die Motorhaube. Oder beispielsweise auch auf der Ginetta oder sowas, ne, GT4. Weiß es nicht, Toni. Also bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Ob das in ACC geht. Ja, stimmt, den ETS geht das, ja. Ach so, das war eine Aussage, Great W. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, ich habe das als Frage gelesen oben. Aber das war bezogen auf die... Auf die beiden Jungs. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Ja gut, Fragen kosten nichts, Toni, ne? Ganz klar. 19 Grad Parcours, 14 Grad Außentemperatur, Uhrzeit, alles identisch. Jetzt sollte es passen. Alle 34 Fahrer wieder am Start. Sehr schön, perfekt. Also können wir durchziehen. Das ist aktiv, das passt. Und gelbe Flaggen schon mal, Robin Meyer. Okay, alles klar. Lässt hier einfach nur passieren und Platz. Pff. 25.662 begonnen bei Jan Drexler. 26.1 für Jannis Zeus, Ricky Krebs 27.0, Max Florenz 26.297, Everts 5, Moritz Pirzner 6, jetzt P8, Alexander Rütz, neuer 6. Jetzt neuer 8. Vladi H, neuer 4. Remo Kipfer P5. Aber 25.6 ist schon mal eine richtig geile Ansage von Jan Drexler. Einer der beiden Skidmark Racing Piloten. Hab den Stream jetzt für den 5er laufen, habe ich gelesen, Ingo. Da steht, habe den Stream jetzt über die 5er laufen. Alles gut, Ingo, alles gut.
Er hat auf jeden Fall instant gepasst, hätte ich gesagt. Im ersten Moment hat er alles richtig gemacht, keine Frage. Was sind eigentlich meine Lala da im Hintergrund? Ah, passt, jetzt höre ich wieder was. Ja, Reus mit der kleinen Verbesserung. 26.017. Lorenz 25.802. Vorbei an Yannis Zeus. Benjamin King auf der 4. Jetzt P5. Neuer drittplatzierter Philipp Thoma. 25.980. Mika Fink bei einer. Sehr geil. P5. 26.205 von Mika. Robin Meyer P7. 26.380. Jetzt P8. Verbesserung des Sebastian Brocke gewesen. 26.342. Unser Eins ist froh, wenn er 28er Zeiten fährt, oder? Eieiei. Befe Wirtz P19, 27.060. Das ist unglaublich dicht zusammen, ey. Birzer, P21. Mau, was ist denn los? Fast am Namen verschluckt, gar nicht schlecht. Moritz Birzer, 27.225. Da muss noch was gehen. Ey, Paradox, grüß dich, moin. Mike Bugler nach vorne auf die 15, 26.860. Alter, der hat nicht 3 Zehntel im Delta, oder? Bäh! 25.367. Der hat nochmal was gedroppt, oder? Also von der Zeit her, Freunde, ne? Ganz klar. Pff. Fast eine halbe Sekunde auf Max Lorenz. Kann man mal machen. Warum auch nicht? Alles gut, Paradox? Danny Anwand, P19. Bastian Holter. Oh! Der wollte da, glaube ich, nicht so daher, oder? Bastian Holter, P18, 26.710. Alexander Rützow 24, einer der beiden DOD-Racer. Ja, dreh's mal um, Paradox, das wäre viel geiler. Klar, Ruhe im Bett und Kinder im Haus, sehr schön. Ist doch schön. Simon Schmidt P31 mit 27.535, wohlgemerkt. Was ist der? Angeschlagen, der hat Grippe. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle an Jan Drexler. Birzer P6. Christopher Schmidt, großartig. Christopher Schmidt P3. 25.917 für Schmidt. Genau. Hitzen schwilft, umgekehrt. Schwitzen hilft, ja. Ja, Dominik Meyer auf P6. 26.032. Chapeau. Brocke P8. 26.112. Er hat es eilig nach dem Komma. Matthias Weckel P15. 26.472. Auf geht's, Matthias. Tönt die Nachbrenner. Die Membalen. René Brey P19 jetzt. Verbesserung ist Julian Krupica. P14. 10.000stel war er schneller. Wieder Robin Meyer, einer der beiden Madcap Racer. Patrick Schröter P16. Vor seinem Teammate. Na, guck mal an hier. Also, der Schröter kann es auch noch. 26.382. 2000stel, Patrick. Ich bitte dich. 2000stel. Klaus Jäkel P31. 27.037. Klaus, geht noch ein bisschen mehr ans Limit. Detlef Kipp P26. 4x26.8. Kann man machen. 25.367. Haben wir schon mal 24er Zeiten gesehen auf Donington Park? Ist es nicht. P2 für Moritz Birzer. Lübt, hat er gesagt. Also entweder sind die da gerade im Qualifying noch ein bisschen am Trainieren der Boxeneingangssituation oder die fahren da rein, weil ne, am besten, im besten Fall nochmal ein Satz neue Räder organisiert werden muss.
Ich weiß es nicht, Ingo. Also ich glaube, 24er habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. René Brey auf die 11, 26, 1, 5, 2. Ja, Boxenausfahrt hier, Donington Park ist so ein bisschen, ne? Becky, müssen beide so ein bisschen mitspielen im besten Falle. Also der High-Speed-Verkehr, der da ranrauscht über die Straight. Genauso natürlich auch die Konkurrenz, die womöglich aus der Box da hinausfährt, zurück auf die Strecke. Vladi HP 13. Ricky Krebs auf der 14. Peter Lindner P19, Matthias Wegler auf P18. Zeitengleichheit, Lindner und Tobias Martini. 19 und P20. 26, 510 in dem Fall. Che, haben sie das gemacht. 8000stel Delta zwischen P6 und... Oh, da gab es ein bisschen Contact scheinbar. Ja, ich bin gespannt, wie sie es dann gleich meistern werden. Also die Strecke so im Train über hier umher zu scheppern. Ist auch nicht das Leichteste auf diesem Erdball. Aber ich glaube ganz fest dran, das kriegen sie hin. Hey, Robin, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Aitos in der Haus. Robin, geht's dir gut? Und lange nicht mehr fahren sehen, Mann. Oder? Oder habe ich mich getäuscht? Warst du beim letzten Ding dabei? Im letzten Race hier? Oh mein Gott. Habe ich gedacht, hier der Teamkollege trifft Mika Finkbeiner. Nein! Echt jetzt? Meinst du richtig gezwungenermaßen? Also entweder muss das halbe Haus umgebaut werden oder gesundheitlicher Natur, eins von beiden. Aber es ist im Regelfall vollkommen wurscht, weil es ist trotzdem privat. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, Robin. Dass du as fast as possible wieder zurückkommst. Philipp Thoma 2000stel schneller gewesen wie Max Florenz. 25, glatt 800. Okay. Ah, nicht schön sowas. Ja, aber 26er musst du halt auch erstmal fahren, ne? The Great W, das darf man auch nicht vergessen. Also alles, was unter 28 ist, ist schon wirklich Training. Training, 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 Training. Setups muss natürlich auch passen irgendwo, oder sollte passen im besten Falle. Ansonsten quälst du dir einen Wolf. Alvin Bussian P28, 26, 8, 6, 5, 2000stel, auch erst. Guck mal, seht ihr den Traffic da in der Box-Ausgangssituation stehen? Unglaublich, die stehen da wie aufgereiht. Wie an der Perlenkette. Steht. Er hat jetzt Vorfahrt? Ja. Also im Regelfall der schnellere Verkehr, also sprich das, was über die Gerade kommt, der hat Vorfahrt. Ist saublöd gemacht hier auf dem Donington Park, weil, ihr seht, wenn du über die Straight fährst, also sprich im Renntrim da rangeflogen, du nimmst natürlich Teile dieser Boxenausgangssituation mit. Und das macht's unglaublich gefährlich. Aber offiziell schnellere Verkehr hat Vorfahrt. Also das bedeutet auch in Real Life, die Ampelanlage, die dort Boxenausgangs ist, die zeigt blau. Ne, die zeigt nicht gelb an oder nicht weiß an, ne? Weil weiß würde heißen, Achtung, langsameres Fahrzeug. Wenn du aber selber am Stehen bist, so ungefähr, dann brauchst du auch keine weiße Flagge mehr. Oh ne, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Was ist denn da los? Egelinski? Gebabski? Scheiße! Meine Fresse! Oh, ich hoffe nicht, dass das im... Oh. Wo haben wir das schon mal gehabt? Laguna Seca war das doch so katastrophal, ne? Aber das war ja wegen dem... Fuck! Hier ist jetzt hier auf Donington Park aber nichts bekannt. Außer es ist arschkalt vielleicht, ja genau. Also 25.08 ist momentan Rekord. Okay. Also 25.0 ist schon. Okay.
Ja, das ist Jan Drexler gar nicht so weit weg. Aber jetzt, Max Lorenz, schönes Ding. Max Lorenz, P2, 4, 25, 4, 7, 5. Bis auf ein Zehntel rangerutscht an die Polezeit. Moritz Bitzer somit P3, Philipp Thoma 4, Benjamin King 5. Jeff Ewerts auf der 6. Guck mal, beim Jeff läuft's. Beim Jeff läuft's. Jeff, den kennst du, oder? Das ist der Landsmann. Thomas Schmidt P7, Dominik Meier 8, Janis Zeus 9, Robin Meier auf 10. Ich muss mal ganz kurz austreten, bevor wir dann gleich im Race Start sind, so ungefähr. Ich glaube, das mache ich auch. Bitte seht's mir kurz nach, aber ich habe irgendwie scheinbar doch den Tag über verteilt zu viel Kaffee. Ich bin gleich wieder zurück am Mikrofon. Bilder bleiben bei euch. So, mein lieber Paradox, du kennst das Gefühl oder das Phänomen, du öffnest gedanklich einen B-Schlauch. Nein, Spaß beiseite, guck mal dazu. Drexler immer noch Polesetter, da hat sich nichts verändert. Wieso ist denn der Grieche jetzt auf der 3, was ist da los? Mods, mein lieber, grüß dich. Morgen! ...26.007, den Bonstall für Patrick Schröter mit P11. Sehr, sehr nice. Feierabend, Mods. Schafft für heute, oder? Gott sei Dank. Jens Alusa, P26, 26, 632 für den Jens. Wenn er noch 30.000stel findet, dann... sagen wir mal 31.000stel wäre er vorbei an Stefan Mons an P25. Kannst bei mir auch sagen, vor anderthalb Stunden ist aufgestanden. Okay, alles klar. Schönes Ding. Pierre Meyer, 24. Geht doch richtig steil hier. Holzhätter aktuell in der Silver Class. Verbesserung für Ricky Krebs, P12, 26.035. Nee, da wird nichts geöffnet, Smotz. Nee, nee, nein, nein, das ist der Hang. Die nächste Wurst. Ja, was macht der Janis da? Achso. Grünwegebegutachtung. Gasoberflächen-Inspizierung.
aber ganz dezent, ja. Wieder Lindner P19. Ja, Vladi hat einen Zehntel im Delta gehabt. Die letzten paar Sekunden schwinden dahin, dann ist die Quali auch schon wieder vorbei. Ja, Robin, das ist eine Welt. Das ist eine Welt. Muss der Herr Martini, der fährt dahinter. Sehr schön. Ah, er zieht durch, er lässt sich abwinken, alles gut. Bitte Stefan. Mirko, wer war nochmal dein Bruder gewesen, mit dem du da unterwegs gewesen bist? Das war aber nicht der Stefan Munz, oder? Ich glaube, ich verwechsel den. Warte, aber mal ganz dezent. Aber der hieß auch Stefan, ne? Nicht, dass du zu mir kommst, sag mal, Bloody, was hast du für Hirn, Mensch? Der schlimmer wie ein Sieber, der hieß Klaus oder so. Ja, stimmt, Reichel hieß er, ja, genau. Wenn man die Satzzeichen jetzt nicht hätte in der Aussage von Patrick Schröter hier in den Chat reingeschrieben, dann würde das wahrscheinlich auch heißen: Achtung, Setup! Laden wird gewechselt. Wie rote Flagge. Wo siehst du rote Flagge? Wo hast du da gerade rote Flagge? Ach so, bei mir in dem anderen Tower. Ja, yeah, das ist normal. Hä? Warum soll ich leise sein, Patrick? Oh, es ist kalt. Nein! Oh, Digga, guck dir das VOD im Nachgang nochmal an. Ich habe gesagt, wenn man keine Satzzeichen getippt hätte, du hast doch Satzzeichen geschrieben, dann hätte man das auch anders deuten können. Das habe ich gesagt. Du hast doch Satzzeichen drin gehabt. Doc, die grüßt dich, moin. Guck. Das kann ich dir nicht mehr zeigen. Schade, geht nicht mehr. Du hast Satzzeichen drin gehabt. Hey, Citro, moin, grüß dich. Wahrscheinlich dann ganz extrem. Na, müssen wir mal gucken. Also. Udala. Starting Grid, wie folgt. Polestar da vorne links. Jan Drexler ist das im M4. P2 für Max Florenz, P3 für den Griechen in Yannis Zeus. Molde, grüß dich. P4 für Moritz Birzer, P5 Philipp Thoma. Auf der sechsten Position Robin Meyer. Aber ist ein wunderschön. P7 für Benjamin King, den Briten. P8 Jeff Ewerts. P9 Christopher Schmidt.
P10 daneben Dominik Meyer. P11 haben wir Sebastian Brocke. Ja, ich glaube, die 25-Zeit, die 25er-Marke ist so eine Fabelzeit hier. Patrick Schröter, P12. Ricky Krebs, P13. René Brey von der 14. Tobias Martini von der 15. Matthias Weckel von der 16. P17, Julian Krubica. P18, Mika Finkbeiner. P19, Alexander Rütz. Peter Lindner für die 20. Vladiha von der 21. Nebenstehend Stefan Mons, P22. Remo Kipfer von der 23. Mike Bugler von der 24. Pierre Meyer, P25. Die 26 haben wir Detlef Kipp. 27 für Jens Anusa, P28. Bastian Holter. P29 Danny Anwand. Alvin Busian von der 30. Markus Blumendrath, der zweite Skidmark Racing Pilot von der 31. Daneben Klaus Jekel, P32. Roman Wagner, P33, Ingo Schmidt von der 34. So der Plan. Ein Pflichtstopp. Da müssen sie durch. 60 Minuten, die Renndistanz oben links in der Ecke. Und wir hoffen, der Server hält soweit, dass dementsprechend die Jungs hier durchziehen können. Achso, das ist... Cool. Achso, du meinst wegen Lenkradansicht? Ja, nein, vielleicht, oder, Breuer? Ist doch schee. Autos gehen schon runter. Geht also gleich los in die Einführungsrunde. Molde, wie geht's hier, René? Bist du munter? Family ist fein. Ja, dass der rote Flagge ist ganz normal, Ingo. Rote Flagge heißt einfach nur Rennabbruch bzw. Abbruch in der Form, ne? Der stand wahrscheinlich noch irgendwo außerhalb der Box. Und wenn die Qualifying Session vorbei ist und dann ist alles abgewunken, dann wechselt der Tower. Und dann kriegt dieser Fahrer diesbezüglich, der kriegt dann mal ganz kurz, weil der zurückgeportet wird in die Box, der kriegt dann halt mal kurz die rote Flagge gezeigt und das wird hinterlegt. Illi, mein Lieber, wunderschönen Abend, grüß dich. Jawohl. Belz setzt sich in Bewegung. Alle hoffentlich auf den Fahrenknopf gedrückt. Als weiter, Eli, als weiter. Tobi Montana, vielen Dank für den Follow, wunderschönen Abend, grüß dich. Geil. Drohnenkamera, ne? Keine Helikopterkamera, Drohnenkamera. Und oder, ja wobei, wenn die über so Züge laufen, über so Seilzüge laufen oder sowas, können die auch Drohnen sein, ne? Tu dir keinen Zwang an, Eli, tu dir keinen Zwang an. Tobi, grüß dich, moin. Also, Polesetter Jan Drexler. Max Florenz auf der 2, Janis Zeus 3, Moritz Bitzer 4, Philipp Thoma 5. Ich glaube, die kriegst du jetzt am Anfang ganz, ganz schwer getrennt. Wobei es auch sein kann, dass der Jan Drexler mal ordentlich, ordentlich durchlädt und dementsprechend da versucht, instant wegzukommen.
Nee, das ist Standard, Ingo. Von der Größe des Schnaderfeldes, das ist Standard bei der Hofes im Racing. Also, wahrscheinlich meinst du das, ne? Chris Heyer. Auf das große Starterfeld heute bezogen. Heute Sieg für JD, meinst du, Tobi? Ja. Ingo, das ist richtig, was Chaya Busa geschrieben hat, also der Chris. Bei der Hofes im Racing ist normalerweise deutlich mehr los. Aber, das muss man dazu sagen, Donington, das ist okay. Das ist schon richtig Stress mit 34 Autos über dem Donington Park. Genau. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Und Freigabe. Ja. Da wurde schon etwas enger für einen der beiden Madcap Racer. Ja, da kommt man auch versehentlich mal auf den Flasher, warum auch nicht. Lackaustauschsituationen sind gegeben. Das ist vollkommen normal, das ist auch vollkommen legitim. Aber ich habe bis jetzt noch keinen so heftigen Bump gesehen. Kontakt, der zum massivsten Abflug respektive Einschlag geführt hat. Also toi, toi, toi. Guter Start vom gesamten Feld. 34 Teilnehmer also auf die Reise geschickt worden hier im Donington Park. Ja, richtig, genau. Anlehnen musst du, aber du darfst es halt nicht übertreiben. Also wenn du gefühlt mit allem, mit Sack und Pack dem anderen da in den Koffer reinfällst, so ungefähr, und sagst, ich muss mal kurz ein Schaltgestänge übernehmen, dann ist natürlich was anders, ne? Oh, bleib links. Geil. Exit war doch besser gewesen, wie im ersten Moment optisch gedacht, bei Jan Drexler. Da hat's Positionsverlust gegeben für Dominik Meyer. Mika Finkbeiner, auch er hat hier ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Da hat es jetzt mal kurz gerumst zwischen Mika Finkbeiner und Alexander Rütz, den beiden Lambos. Julian Krupitzer auf der 20, Matthias Weggel P23, Entschuldigung. Pierre Meyer außenrum gegen Remo Kipfer, gegen den Schweizer im grünen Ferrari Inside unterwegs. Alles easy, Danny Anwand auf der 30, Mike Bugler, oh, schon wieder zurückgefallen, das ist doch nicht wahr. Mike Bugler, letzter. Der muss da an der Wiese gewesen sein, Herr Mike. Drexler kommt aktuell nicht weg. Es ist aber auch erst die erste Rennrunde, ne? Also machen wir uns nichts vor. Auf Boritz. Entschuldigung, Moritz. Das hat sich irgendwie so bei mir eingebrannt, dadurch, dass sie da hier die Wegstaben verbuchsler Paize losgemacht haben. Aus dem Moritz Pirzer haben sie Boritz Mirzer gemacht. Krieg ich ganz schwer, unschwer raus aus der Birne nur nachher. Dieser McLaren-Train, oder? M4 vor Aston Martin, dann dreimal der McLaren. Benjamin King wieder im M4 am Start. Christopher Schmidt fährt ebenfalls in M4. Jeff Everts in nächsten M4. Dann kommt der nächste McLaren mit Sebastian Brock am Steuer. Ricky Krebs. Das war auch, glaube ich, für die Fahrer unglaublich wild gewesen, ja.
Jetzt Rennrunde 26, 227. Jetzt spinnt der Tower. Alles beim Alten. Alles beim Alten. Drexler 1, Florenz 2, Zeus 3, Birzer 4, Thoma 5, King auf 6, Christopher Schmidt P7, Jeff Ewerts 8, Sebastian Brocke 9, Dominik Meyer auf 10. Stefan Munz hinter Vladi H. Alexander Rütz auf der 17, das ist der momentan bestplatzierte DoD-Racer. Sein Teamkollege Julian Krubica ist auf der 20 unterwegs. Basti Holter auf der 26. Wo ist der Teamkollege? Wo ist Pierre Meyer? Auch den anderen Meyer. Robin ist da vorne. Auf der 12. Der andere Dominik Meyer ist auf der 10. Aber wo ist denn der? Sehr optimistisch gegen Alvin Bussian von Bastian Holter. Wurde da gekontert vom Alvin, hat er gut gemacht im AMG. Da ist er. Pierre Meyer, da ist der Teamkollege. Außenrum Julian Krubica. Ja, lässt Pierre Meyer passieren. Oh. Ganz kleiner, dezenter Quersteher im Augenwinkel, habt ihr gesehen, von Klaus Jekel, dem Soapbox Racing Teilnehmer auf der 28 unterwegs. Mike Buglers dran an Peter Lindner. Nein, da hat es jetzt für Patrick Schröter nicht gepasst. Oh, Alter! Patrick, wo wolltest du denn hin? Massiver Frontschaden am Ferrari mit der Startnummer 292. Wie macht die Motorhaube, Freunde? Scheiße, aber ist leider so. Ganz, ganz massiver Frontschaden. Der dürfte sogar an der Scheibe gerissen sein. Alter Verwalter. Wollen wir wetten, die Lenksäule hat auch einen Treffer bekommen? Möchte ich fast drauf verwetten. Dominik Meyer Lackaustausch gehabt. Ganz dezent. Jan Drexler. 1,8 ist er weg von P2, dem Max Florenz. Der hat auch 2,3 Sekunden Delta vor P3. Patrick Schröter in der Boxengasse jetzt unterwegs. Was? Vom Antriebsstrang ist das alles das gleiche, Ingo. Kontakt Brocke und Mika Finkbeiner. Und hier geht Vladi H. voll straight über die Schikane drüber. Ein Lenkpunkt verpasst, eventuell sogar den Bremspunkt so ein bisschen. Vladi H. muss also ausweichen im Aston Martin. Permanentes leichtes Anlehnen. Aber that's racing. Querbaukasten, genau, schön definiert.
Jetzt war er ein bisschen weit draußen gewesen, aber trotzdem, er kann die Linie und die Position halten. Und das war wichtig für den Pierre Meyer gegen Sebastian Brocke. Querbaukasten ist wirklich eine interne Firmenbezeichnung gewesen. Oder ist eine? Okay. Also VAG, klar, das ist ja der in Anführungszeichen Mutterkonzern. 25905. Neue Schnitzelrennrunde. Da hat es jetzt nicht gepasst bei einigen. Julian Krubitzer, Sebastian Brocke, Vladihar und Jens Aluser haben da ein bisschen Techtelmechtel gehabt. Der Schwung verloren jetzt, ey, meine Fresse. Julian Krubitzer ist jetzt im Entropy Racing Sandwich hinter Sebastian Brocke vor Jens Aluser. Und dann folgt die restliche Meute. Matthias Weggel, Vladihar Matthias Weggel, Alvin Bussian, Bastian Holter, Ramon Wagner und Klaus Jäckel. Tag sei, grüß dich, moin. Sehr schön, Patrick Schröter ist wieder zurück auf der Strecke P34. 68,7 Sekunden Standzeit. Er hat richtig böses Badaboom am Auto gehabt. Um nicht zu sagen, aua! Genau. Aber das ist doch einigermaßen geiles Racing, oder? Er musste zurück auf die Linie, der Jens und der Matthias musste bremsen und dort sitzt nicht passt. Scheiße, Matthias Weggelgelb, Ramon Wagner, Alvin Bussian, da gab es sogar die Kontaktsituation scheinbar mit Bastian Holter, Fragezeichen. Wo Klaus Jäckel auch unter gelben Flaggen hier unterwegs. Ramon Wagner, das ist der grüne Ferrari, der hat offensichtlich auch den Frontschaden, oder? Davon getragen. Wie macht die Motorhaube? Genau, da sehen wir es im Großformat. Fritt, fritt, im Gegenwinde. Axel, alles gut? Nein, aber dem wird die Vorderachse nicht mehr ganz so geheuer sein. Wovon jetzt hier Matthias Weggel profitieren konnte. Hat er den nächsten, den Teamkollegen von Matthias Weggel im Genick, nämlich den Detlef Kip. Benjamin King übernimmt P6 vorbei an Christopher Schmidt. Also M4. Beieinander mal die Position geswappt. Dominik Meyer auf der 9 weiterhin unter Druck gesetzt durch René Brey und Robin Meyer. Ich muss immer wieder mit Erstaunen feststellen, wir haben definitiv unglaublich viele gleichnamige Kollegen hier mit am Start. Ja, es sind entweder alle Robin oder Meier im Nachnamen. Das ist, Gott, oh, Alter, Herr Finkbeiner, wo wollen Sie denn hin? Mika Finkbeiner mit der letzten Ecke und dem Bremsfehler, dem Verbremser. René Brey vorbei an Robin Meier. Bleibt davor, hätte ich gesagt. Mike Bugler P29 angeheftet gedanklich an Danny Anwand. Uwe Schmidt wieder vorbei an Benjamin King. Mika Finkbeiner vor Alexander Rütz. Der hat den Fehler gehabt, der Alex. 1,2 Sekunden hinter seiner eigentlichen Pace. Pierre Meyer bleibt hinter Stefan Mons für den Moment. Ja. Ja, also von der Pace her können sie folgen. Das passt.
Detlef Kip vor Danny Anwand, dann Mike Bogler. Dreikampf um P27. Ramon Wagner jetzt auch an der Box angekommen. Das war der grüne Ferrari mit der 56 als Startnummer, der den Frontschaden hatte. Ich denke, das Thema wird er beheben lassen. 45 Minuten noch. Ergo in etwas mehr wie 5 Minuten öffnet die Boxengasse. 20 Minuten bleibt das Thema dann geöffnet. Dann können sie hier ihren Pflichtstopp absolvieren. Hier nachtanken im besten Fall. Mindestens aber den Radsatz wechseln lassen. So steht es im Regelwerk niedergeschrieben. Moritz Pötzner auf der 4. Bleibt dran an Jannis Zeus am P3. P8 overall ist P1 momentan in der Silver Class. Das ist Jeff Ewerts. P2 für P9 overall Dominik Meyer. P3 für P10 overall René Brey. Jetzt probiert es der Robin Meyer. Madcap Racing auf der Bremse für die Hairpin. Für die Spitzkehre souverän gemacht. Robin Meyer geht vorbei. Mit die Krebs dahinter. Lubitzer vorbei an Sebastian Brocke. Nein, doch nicht vielleicht. Ja, mal gucken. Nächste Ecke geht links rum aus Fahrersicht. Bergab. Vorteil Sebastian Brocke. Sauber gemacht. Wollte nicht kontern, der Stefan Mons. Ja, das ist die von CDS Digital Motorsport. Die der René Brey drauf hat. Haben wir auch auf dem. Ich bin fehl schon drauf, wo ist mehr? Ey, glaubst du es denn? Ich finde jetzt den Fahrer gerade nicht. Ja, Peter Lindner. Oh, Ramon Wagner hat 167,2 Sekunden gestanden an der Box. Also das war wahrscheinlich ein bisschen mehr wie nur ein bisschen Make-up nachtuschen. Matthias. Beide viel zu spät gebremst und trotzdem noch die Ecke gekriegt. Aber habt ihr gesehen, wie weit die raus mussten? Matthias Weggel gegen Ingo Schmidt. Das ist der AMG-Pilot. Klappe die nächste für Matthias Weggel. Hat der da auch einen Frontschaden oder täuscht er das? Ach, Entschuldigung, hier. Ah, hat er. Der Matthias Weggel. Kleiner Nachteil also für Matthias. Dahinter Markus Blumentrat im Skidmark Racing McLaren. Ja genau, fahrt halt noch mehr und noch länger. Too wide, warum auch nicht? Aha! Nein! Aber jetzt haben wir ein bisschen mehr wie nur einen Frontschaden bei Matthias Weggel am Porsche. Den Abflug habt ihr gesehen, live. Zum Leidwesen. Ich hoffe, der hat die... Ja, wobei, das dürfte noch gegangen sein mit den... Ändern. Der Einschlag war jetzt nicht ganz so spitz, aber gemerkt hat er es trotzdem. Der Matthias Weggel mit Sicherheit. Fährt ja auch mindestens mit 62,8 Newtonmeter. Also wenn es den Matthias wickelt, dann wickelt es den mal richtig. Das war wickeln. Habt ihr recht. Auf geht's, Herr Brocke. Gegen den Schweizer, gegen Remo Kipfer. Die Daumen wegwickeln, ja genau, richtig. Ja. Thank you.
Möglich, ja, ja, auf jeden Fall. Robin Meyer, vorbei an Dominik Meyer. Ich sag's immer wieder, die haben ungefähr alle gefühlt denselben Nachnamen oder Vornamen, wie auch immer. Bitzer, bleibt dran, der Moritz an Janis Zeus. Sehr schön. Max Florenz. Hey, Shorty. Ein wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Vielen, vielen Dank für den Prime Sub. Willkommen zurück im 6. Kurs geht raus. Dankeschön. Max Florenz, 1,3 Sekunden hinterm Leader, hinter Jan Drexler. Abstand bleibt konstant. Saugeil. Der Fadi zockt. Grüß dich. Moin. Also die haben definitiv alle Hände voll zu tun. Unser Matthias Weggel ist jetzt gerade beim Boxen. Quatsch, der ist in der Box unterwegs. Kann sogar sein, dass er hier das Pflichtprogramm gleich absitzt, weil offiziell die Boxengasse ist geöffnet. Also man kann jetzt reinfahren, um das Pflichtprogramm abzusitzen. Ein Frontschaden bei Detlef G. beim Porsche zu sehen, das passt. René Brey kommt rein. Auch eher früh unterwegs in der Boxengasse zugegen. Totti, wie geht's dir? Bist du munter? War die alles cool? Googler kommt auch rein, der Mike. Alvin Bussian übernimmt. Moment. Alvin Bussian übernimmt P26 jetzt für den Moment. Ihr habt's gesehen, da ging er nämlich vorbei an René Brey, der jetzt mal schön den Powerdrift-Modus da gezündet hat. Klaus Jäckle ist auch drin. Direkt mal vom René Brey gekontert. Kann man machen. Am Spuren an der Hinter. Hinteren Partie des AMG. Pilotiert von Alvin Bussian. Oh, nein. Schön gefangen. Schön gefangen. Wer um die Ecke rum. Kann man mal machen. Sollte man nicht so häufig mal an die Reifen dank sein. Relativ schnell nicht mehr. Rocker auf 18, Kipfer, der Remo auf 17, Stefan Monster vor auf P16. Links der Blinker draußen bei Remo Kipfer, der wird doch nicht ernsthaft die Boxengasse jetzt anfahren wollen, oder? Sogar mit Ansage. Schweizer, guckt dran, der Schweizer wieder runter. Unglaublich, unglaublich. Der macht sogar eine Ansage, bevor es ins Hochrechtli geht. So, ganz geile Nummer, ich lobe es mir perfekt, definitiv. So wünschen wir uns das, so muss das sein. Bastian Holter hinter Jens Alusa. Julian Krubica ist auch drin. Genauso wie der Peter Lindner. Also entweder hat sich der Matthias wirklich wehgetan, weil der steht immer noch in der Box. Oder der sagt, nee, ich jetzt nimmer. Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht sagen. Also aktuell ist das nur Vermutung meinerseits, dass wir, wenn es ganz blöd läuft, den Matthias Weggel nicht mehr auf die Strecke zurückfahren sehen. Roman Wagner kommt rein. Denn die Anwand P22 im Windschatten hinter Ingo Schmidt. Wo ist denn der Fladdy? Mein fahrendes Haar, da ist er doch hier. P18, sehr schön. Hat momentan 4 Sekunden Vorsprung, ist entspannt unterwegs, hätte ich gesagt. Im Rahmen des Möglichen, weil Donington Park ist auch nicht immer unbedingt im Tiefen entspannt, ne? Webst, Ricky kommt rein. Tobias Martini übernimmt die 11, Mika Finkbeiner P12, Alexander Rütz 13. Rein in den Koffer zum Denny Anland. Ricky Grebs kommt wieder zurück aufs Parkett. Hinter den beiden auf der 22. Also bis jetzt würde ich vorsichtig behaupten, haben die wenigsten einen Radsatz gewählt. Bei Mike gab es einen Räderwechsel, zum Beispiel Mike Bugler. Aber ich denke, dass die meisten den sogenannten Splash and Dash nur machen, also da nur 3 Liter nachtanken und Attacke.
Habe ich vorhin gesagt, man muss einen Radsatz wechseln bei der Hufe? Das ist völliger Quatsch. Ist freiwillig. 3 Liter nach, also nachtanken ist Zwangsvorgabe. Im besten Falle mindestens 3 Liter. Bei 1 Liter kannst du versehen, dass ihr den Boxenstoppmark habt. Oh, Moritz, 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 nicht so weit raus! Ja, ein bisschen gedrückt, ein bisschen angelehnt, alles gut, alles gut. Überhaupt kein Problem. Gegen Philipp Thomas. Auch gut gefahren vom Philipp, sauber gemacht. Es kostet natürlich Zeit, ne? Also vorher war Moritz Birzer deutlich, deutlich dichter hinter P3 gewesen. Dadurch, dass er jetzt aber im Endeffekt sich in den Zweikampf einlassen musste, womöglich. Weil Philipp Thoma einfach gerade ein bisschen schneller unterwegs war. Musste natürlich nach vorne abreißen lassen, gedanklich. Christopher Schmidt großartig auf P6 unterwegs. 1,3 Sekunden vor Benjamin King. Hat sich also lösen können, etwas. Vom Briten. Jeff Ewerts auf 8, Robin Meyer auf 9. Alexander Rütz. Gegen Pierre Meyer. Alex nachlegen, das reicht nicht. Ricky Krebs für 18, Ingo Schmidt 19, René Brey dahinter auf 20. Warte. Also das sieht, wie gesagt, jetzt aktueller Stand, sage ich euch, hat Matthias Weckl abgestellt. Nicht mehr danach raus, jetzt, dass er hier zurückkommt auf die Strecke. Ingo Schmidt muss René Brey passieren lassen. Und Sebastian Brocke scheint Spaß zu haben hinter dem Werkskollegen oder Werkskontrahenten hinter Stefan Mons. Aber er kommt nicht vorbei. Er findet den Weg nicht vorbei. Aktuell Vergleich, letzter Umlauf, 27,6 für Bayern. Edzard. Eng bleiben, eng bleiben, eng bleiben, eng bleiben. Nicht zu weit raustragen jetzt, jawohl. Schön gekontert vom Stefan Mons. Und hier bist du teilweise gottfroh, wenn du die Reaktionskontrolle mit rein reguliert, weil du voll auf dem Pin stehen bleiben kannst. Abflug von Ingo Schmidt. Abflug vom Ingo Schmidt in der Wiese unterwegs. Außen grün wieder zurück auf den das graue Asphaltband. Oh. Das war knapp. Jetzt mal das Grün touchiert. Sehr weit. Also getreu dem Motto, wenn er jetzt wieder vorbeilässt, dann habe ich nichts gesehen, oder? Oh Mann. Also habt ihr gesehen, mal kurz ins Gebälk sind sie sich da gegenseitig gefahren. Vladimir, Profiteur des Ganzen, kam wieder ganz, ganz dicht dran an die beiden Streithähne. Das gab nichts. Das war mehr seitliche Treffer wie frontal. Sehr harte Bandagen. Sehr, 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 sehr harte Bandagen, was die beiden hier fahren. Mons abgebogen in die Box. Der Stefan gibt also kampflos P14 für den Moment ab an den Sebastian Brocke. Vladimir übernimmt die 15, Bastian Holter P16.
Markus Blumenrad, P27, hat im Genick klebenden Peter Lindner. Halbzeit. Hier ist Martin im Windschatten in der Alpenbus, Jan. Alvin, auf geht's. Auf den Hektifuß das HMG. Mika Finkwalder jetzt beim Stop drin. Und das hinter Tobias Martini ist nicht ein direkter Zweikampf. Das ist nicht der Stefan Mons. Das ist der Patrick Schröter. Das ist P32, den ihr da seht. Den Hofer Sim Racing Ferrari im Hintergrund. Auf geht's, mein kleiner Chipmunk. Denk hinter dir, fährt die Schwischermotor Attacke. 28-0. Würde im ersten Moment gegen Tobias Martini reichen, der ist nämlich gefahren 28,5. Wechsel auf der 1, eine Sekunde. Eine Sekunde dahinter ist Max Lorenz, die 2. Die haben knapp 10 Sekunden Vorsprung auf die 3. Eieiei. 28 Minuten noch. Der Jeff Everts auf der 9, der muss nur schauen, dass er vor Dominik Meyer bleibt. Hintergrund Vladi H. abgebogen in die Boxengasse rein, der Rapid Racing Aston Martin. Alvin Busian kommt auch rein. Bisschen mehr wie 7 Minuten ist die Box noch offen. Dann ist da der Drops gelutscht. Remo. Jetzt auf der 19. Sehr schön. Ach, guck mal an. Max Florenz ist auch in der Box. Der Zweitplatzierte. Was macht der Janis? Kommt auch eingefangen. Moritz Birzer bleibt draußen. Moritz Birzer übernimmt also mal kurz P2. Philipp Thoma jetzt P3. Rechts kommt der Alvin Busian zurück. Christopher Schmidt P4. Beim Hintergrund seht ihr den Aston Martin für Venari Racing. Mit Max Florenz am Steuer ist auch schon wieder am Losrollen. Benjamin King P5. Robin Meyer 6. Jeff Ewert 7. Dominik Meyer, P8, das reicht. Und jetzt erst auf der 9, Max Florenz. Ja. Da war man sich direkt einig, dass man den Max da passieren lässt. Auf Seiten der Purple Sector bei GC Racing Mannschaft. Ne, umgekehrt. Purple Sector Racing bei GSE. So. Hier sehr abgekürzt. FG P23 vorbei an Ingo Schmitz. Ist da der Jan dahinter? Tatsache. Da ist der Führende mit involviert. Der kommt jetzt rein, der Jan. Ich denke, der Moritz Pürzer wird es ihm gleich tun. 1-2 Ründchen könnte er noch. Bleibt draußen.
Warum auch nicht? Genauso wie P3, der Philipp Thoma. Also, Spitzer hat gewechselt. Moritz Spitzer jetzt auf 1. Und jetzt muss er fliegen lassen im besten Falle. Ist natürlich saublöd, ne? Der ist jetzt voll im Verkehr gleich. Moritz Spitzer. Ja, das sind die beiden Kampfhähne. Peter Lindner im Ferrari hinter Markus Blumendraht und dann kommt die Spitze im Rückspiegel, immer größer werdend. Och, guck mal hier, sehr geil. Peter, vielen, vielen Dank. Stellt seinen Zweikampf gedanklich hinten an. Tobias Martini, 15. Und Meier noch in der Boxengasse zugegen. Stefan Mons, P16. Jetzt kommt der Robin zurück. Hinter Remo Kipfer. Darf er wieder Full Send geben, sehr schön. Jetzt kommt er rein, oder? Nee, immer noch nicht. Oh, Moritz ist... ne? Christopher Schmidt ist drin, Jeff Ewerts ist drin, das heißt wieder P3 für Jan Drexler. Max Florenz P4, Dominik Meier 5. Also ich glaube, der jetzt am besten durch den ganzen Verkehr kommt, der ist am Ende ganz, ganz weit vorne. Wobei die 10 Sekunden zwischen P2 und P3, die wir vorher hatten. Ah, ich glaube, die dürfen wir auch nicht ganz so einfach ignorieren. Brocke kommt zurück, der Sebastian auf P14, Alexander Rütz auf 15. Ugler hinter Bosian. Hat der geile Traktion gehabt, wie der angeht. Da muss der kurz lupfen, habt ihr gehört? Da muss der kurz lupfen. Nochmal. Slogan ist auch geil. Who are you? Genau. Uwe. Steht da hinten dann unter dem Heckflügel, was AMG. Ja, who are you? Könnte auch sein, Uwe die Erde, oder? Oh nein, was ist das denn für ein bescheuerter Fehler gewesen, Alvin? Oh, geht der zu weit? Natürlich, das ist eine Einladung, ne, für einen Mike Bugler. Mit Ansage. Schade. Schade, schade, schade. Mike Bugler übernimmt die 28. Aber so schnell kann es gehen. Tobias Martini P12. René Brey. Oh, geht er weiter, Dominik Meier. Jetzt muss er Brey ziehen lassen. Aber nicht, wenn du den Porsche über die Wiese hebst, René. Schade. Also er konnte kontern, der Dominik Meier bleibt vor René Brey. Moritz Birzer, Boxenstopp für Birzer, das heißt wieder Jan Drexler auf der 1, Max Florenz 2. Ist wieder beim Alten hergestellt, wo ist der Jannis? Oh Moritz, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Jannis Zeus wieder auf 3. Da im Hintergrund kommt Moritz Birzer zurück, Philipp Thoma, der ist zu weit weg, Moritz Birzer auf der 4. Wieder im Race drin.
15 Sekunden bevor die Boxengasse final schließt. Auch nicht schlecht. Sag mal, ist mein Chat kaputt oder sei gerade nur nicht am Schreiben? Susi, danke schön. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für 100 Bits. Kuss geht raus. Danke. Allgemeine Frage gestellt, was macht die Susi als Income, als Emote-Lösung? Einfach mal 100 Bits in den Chat, warum auch nicht? Wie geht's dir? Hey Bianca, grüß dich. Geht nicht, ist zu spannend zum Schreiben. Ja, genau, richtig, ja. So, Herr Florenz, jetzt müssen Sie mal bei Bitte hier fliegen lassen, ne, mein Lieber. 27.1, Jan Drexler. 26.7, Max Florenz. Schnellere Pace bei Max, aber auch ganz klar hier, ne? Wir sehen es ja schon, geraume Zeit. Es ist nicht mal eben so einfach möglich, hier vorbei zu hämmern. Mit einer Fluggesellschaft? Wieso Fluggesellschaft? Bist du die Treppe runtergeflogen oder was? Was? Windschattenspielereien, Remo Kipfer vor Julian Grubica, Stefan Munz vor Robin Mayer. Jens Alusa vorbei an Mika Finkbeiner. Hä? Wo warst du denn, Mika? Schaut euch bitte den Lambo an, da vergeht einem das Lachen. Ganz ekelhafter Frontschaden beim Lambo mit der Startnummer 26. Jetzt drehst du mal um, Susi. Nee, meine Große ist nicht angekommen, nur der Rucksack. Nee, scheiße. Nee, fühl ich. Ist absolut Banane, sowas. Bin ich voll und ganz bei dir. Brauchst du wie sonst was? Mika fängt bei einer Boxeneinfahrt. Getroffen. Auto muss repariert werden. Rocke ist vorbei an Pierre Meyer. Robin Meyer ist vorbei an Stefan Mons. Nee, bin ich bei dir. Ist absolut blöd sowas, ja. Ach, Scheibenkleister. Ja, ist er denn jetzt wieder zu Hause oder habt ihr eine Alternativmöglichkeit irgendwie? Mika Finkbeiner wieder auf der Strecke zurück, 31. Und Meyer P16. Ich denke, der wird sich auch absetzen können gleich von Stefan Mons. Drei Zehntel. 26,7 Jan Drexler, 26,4 Max Florenz. Ey, aber der ist jetzt wieder intakt. Also das Auto von Mika. Wieder komplett. Wieder hergestellt. Aber trotzdem, P31 wird mit Sicherheit nicht die Zielsetzung gewesen sein, dass Mika Finkbeiner. Seit Ende des 2-0-3 Welten, okay. Ja, wir haben es vorhin gehabt. 0-5, ne? Haben wir gesagt, hier wo Robin da war. Okay.
Das ist der Vladi H., der vor Mika Finkbeiner ist, ne? Also sprich, Mika Finkbeiner müsste sich zurückrunden, wenn er vorbeifährt oder will. Und Vladi H., das ist P20, der Vladi. Anband hinter Bastian Holter. Der Danny. Ja, eine Viertelstunde noch. Hättest du vom Zeitlichen her nicht mit dem Pflichtboxenstopp verbinden können, Matthias? Wobei auf der anderen Seite, die meisten haben hier ein Splash and Dash gemacht, insofern bin ich bei dir. Alexander Rütz geht vorbei an Robin Meyer. Bei links der 42 der DOD Racing Lambo. Und jetzt kriegt er die Tür nicht zu. Gegen Robin Meyer. Wieso ist denn Finkbeiner schon wieder in der Box? Pass auf, der hat eine DT. Wollen wir wetten? Mika Finkbeiner hat eine DT? Das wäre die erste. Ja. Drive-Thru-Penalty cleared. Mika Finkbeiner hat eine Durchfahrtsstrafe gehabt. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Aber es geht immer wieder unglaublich schnell, ne? 1,40. Matthias, wenn wir mal ganz viel Zeit haben, dann musst du mir mal die Story erzählen, wie der Name entstanden ist. Ne? Also Hoves im Racing. Weil eigentlich, der Nachname von dir ist so cool, eigentlich hätte das Thema ganz anders lauten müssen. Nur irgendwie nach dem Motto Gebäck zum Feierabend oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, klar, logisch. Ja, guck mal, Wegelinskis Racing, wie geil ist das denn, oder? Früh, spät, Abend, scheißegal, habt ihr was zum Essen? So, Mike Buchler ist im Windschatten hinter Jens Alusar. Da haben wir nochmal einen Zweikampf, den nächsten. Danny Anwand und Bastian Holter wird natürlich weiterhin fortgesetzt. Ich frage mich halt, weißt du, ich habe halt manchmal so ganz komische Brainstories vor Augen, so nach dem Motto, ich denke halt immer, du gehst samstags morgens oder am besten freitags, ne? Du machst dann eine Bestellung beim Bäcker und sagst, du hättest gern 10-mal oder 12-mal deinen Nachnamen. Da guckt die dann, wie hassen sie denn? Ich gebe mal 12 weg, oder? Wieso? Ja, ich habe die Mehrzahl weg, gell, weil ich bin ja Familie. So, komm, Spaß beiseite, zurück zum Thema. Wir hauen über lang, Freunde, es sind noch knapp 11,5 Minuten und mein Eis ist auch gleich wieder leer. Ehrlich, steht tatsächlich für die Gründer Hofmann und Wettel. Aha, sehr geil. Siehst du, so klein ist die Welt. Also ist gar nicht mal von Rowe oder sowas abgeleitet, sondern ihr seht, da steht's im Chat. Ne? Hofmann, Wettel. Deswegen Hove. Alter, Markus Blumenrad, wie sehr wollen Sie die Kurve? Ja, vorher wollen Sie mit dem 40-Stunden wieder. Kann man machen. Also, Markus Blumenrad wollte hier in keinster Form, in keinster Sekunde auch nur seinem Teamkollegen alias dem führenden Jan Drexler im Weg stehen. Der hat's aber auch eilig, ne? Ich hätte es an seiner Stelle auch eilig, wenn ich so einen Max Lorenz im Rückspiegel hätte. Dominik Meyer auf der 11. Letzte Rundenzeit war er deutlich schneller wie vor im René Brey auf der 10. Holter ist immer noch vom Danny. Danny, was ist da los? Gib alles. Hallo, sah immer noch vor Bugler.
Nein! Robin Meyer muss durch die Box! Robin Meyer muss durch... Das ist die nächste DT. Stefan Mons P16, Julian Krubica 17, Remo Kipfer 18, Vladi H. auf 19, Robin Meyer, hinter Bastian Holter auf der 21 geht's weiter für Robin Meyer. Fehler von... Warum fährt man sich da an die Karre? Ich versteh's nicht. Also, Robin Meyer wieder auf P20, kam vorbei an Bastian Holter. Auch da ist eine Durchfahrtsstrafe geklärt worden von Robin Meyer. Aber Matthias, meinst du? Ja. Ganz schlimm, Matthias. Hast du irgendwie die Fahrseuche? Ein Disconnect war es, glaube ich, Matthias, ne? Oder waren es zwei? Nee, einer. Aber in Summe, so wie Chris Heyer geschrieben hat, stimmt, seit drei Rennen ist echt der Wurm drin, ja. Ein DC war es, ne? Ja, stimmt. Du darfst den nicht vor die Karre ziehen! Entschuldigung. Was, die Krawatte wächst? Was der Mike Bugler noch im Köcher hat, eventuell. Letzte Runde war ungültig gewesen bei Mike. Das ist so eine halbe Angstsekunde, ne? Ricky auf 9. Remy 13, Dominik Meyer ist auch noch dran. Da braucht man 6,5 Minuten noch Kontenance ungefähr. Haltevermögen. Jetzt ist Mike Hugler vorbei und Jens Alusa. So ist richtig. Frauen auf Sandfort. Entschuldigung, Freuen auf Sandfort. Matthias, ich habe nichts gesagt. Freuen auf Sandfort, wohlgemerkt, Freunde. So ist richtig. Und Basti. Reicht nicht ganz. Tobias Martini fährt 2 Zehntel schneller. Julian Krubica. Oh, da geht was. Julian ist flop. Aber Sandfort im Porsche kriegst du hin, Matthias. Hab ich schon gesehen, kannst du. Wobei, letzte Saison Sandfort. Haben wir, glaube ich, noch kein LFM-BOP gehabt, ne? Irgendwas warm hier. Na, jetzt ist der Julian 27,4 gefahren. Ja, wobei, Stefan fährt 27,5. Schauen wir mal. Ja. Mein Bestes. Isa, moin.
Jetzt hat sich der Dominik Meier wieder vorbeigearbeitet am René Brey. Oh, der hat aber auch einen Fehler drin gehabt, der René. 1,5 Sekunden hinter seiner wirklichen Pace. Weißt du, irgendwann gehen die halt auch mal die Ideen aus, ne? Gehen wir es nochmal schnell durch. Mal gucken, ob sich noch massivst verändert. Ich glaube es nicht. Jan Drexler auf 1, Max Florenz 2, Janis Zeus 3, Moritz Pitzer auf 4, Philipp Thoma auf 5, Christopher Schmidt P6, Benjamin King 7, Jeff Ewerts 8, Ricky Krebs auf 9, Dominik Meier P10, René Brey 11, Tobias Martini 12, Sebastian Brocke dahinter P13, Pierre Meier 14, P15, Alexander Rütz, Stefan Mons 12, Stefan Mons 16. Julian Krubitzer 17. Remo Kipfer 18. Vladi H 19. P20 für Robin Meyer. Sebastian Holter auf der 21. Danny Anwand auf der 22. Detlef Keb auf der 23. Markus Blumentrand 24. Peter Lindner 25. Der Bugler. Nein! Mike Bugler auf der 26. Jens Alusa 27. Alvin Busjan 28. Ingo Schmidt 29. Klaus Jäckel auf 30, Matti. Wir haben alle denselben Namen, verdammte Scheiße, bei mir kommt nur raus, Mann. Weil es alle identisch klingen. Mika Finkbeine 31, Patrick Schröter 32, Roman Wagner auf der 33, oder? Meine Herren, ist doch nicht wahr. Ich weiß, es ist schon spät. Luna, der Halt. Weit. Nein, nein, nein! Was ist denn jetzt los? Das ist ein Anzeigebug. Das ist ein Anzeigebug. Rundenzeit 32 Minuten 9 Sekunden beim Janis Zeus. Völliger Bums. Das ist völliger Bullshit, das stimmt nicht. iRacing hätte ich gesagt, der hat mal kurz geblinkt. Aber der ist optisch. Wer ist denn der? Der ist optisch vor Moritz Pitzer. Hä? Was? Wie? Naja, wir lassen uns überraschen. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt in diesem Moment in die letzte Runde rein. Robin Meyer vorbei an Vladi H. Das hat aber auch ausgesehen wie vorbeigewunken. Stefan Mons im Sandwich des DoD Racing Stalls zwischen Rütz vor ihm und Krubica hinter ihm. Nee! Hat er passieren lassen. Ja, warum? Ganz einfach. Alexander Rötz und Julian Krubica fahren in der Silver Class. Der Kollege, der Stefan Munz hier im Bild, fährt in der Gold-Kategorie. Tobias Martini vorbei an Sebastian Brocke. Er beißt sich die Zähne aus hier, der Sebastian. Gegen den Martini Webdesigner. Ein letztes Mal durch die Schikane hindurch für Jan Drexler. Ein letztes Mal die Spitzkehre anbremsen. Vor allem ganz souverän auch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wie gesagt, so ein
Max Lorenz permanent im Dauerformat 60 Minuten lang im Rückspiegel zu haben, ist auch nicht das Einfachste auf diesem Erdball. Glückwunsch zum Sieg. Vollkommen richtig. Ganz starkes Rennen hier von Jan Drexler. Max Lorenz, Gigi zu P2. Jannis Zeus wird also doch Dritter. War der ja schon die ganze Zeit auf P3 und hat einfach nur kurz das Server geleckt, so ungefähr. Und dann ist man eine Anzeige da in die falsche Darstellung bringen. Kann natürlich auch sein. Glückwunsch, P3, Jannis Zeus, P4, Moritz Birzer, Philipp Thoma wird Fünfter. Koffer Schmidt dann Sechster. Gigi Christopher, schönes Ding. Benjamin King wird Siebter. Auf der 8, der Sieger in der Silver Class, in der Silver Kategorie, Jeff Ewerts. Geile Nummer, geile Nummer. Ich muss noch mal ganz kurz ins Discord reingucken, Matthias. Was haben wir gesagt? Wen willst du mir hier schicken? Na? Voll klar. Ewerts also der Sieger in der Silber-Kategorie P9 für Ricky Krebs auf der 2 in der Silver-Class P10 overall. Dominik Meyer, René Brey wird 11. und ist 3. in der Kategorie Silber-Klasse. Glückwunsch. Sebastian Brocke 12. Tobias Martini 13. Heißt, Basti hat es noch geschafft, kurz vor Ende an Tobias Martini vorbeizukommen. Pierre Meyer holt die 14. Stefan Mons die 15. Position. Julian Krubica 16. Remo Kipfer wird 17. Die 18, Robin Meyer, Bastian Holter, 19. Vladi H, 20. Ja, da gab es aber noch mal ein bisschen Kontakt. Meine Fresse. Aston Martin sieht aus wie dreimal gegessen. Ganz brutaler Frontschaden beim Aston Martin Pilot. Danny Anwand, das ist der Beteiligte gewesen. Auch er hat da den Frontschaden davon getragen. Also Danny Anwand, 21. Alexander Rütz, 22. Detlef Keb, 23. Ja. Achso, da hoppelt man durch die Box. Okay, können wir machen. P24 Markus Blumendraht, P25 für Peter Lindner. Schönes Ding. Schönes Ding. Okay, pass auf. Jetzt machen wir ganz kurz Folgendes. Jetzt suchen wir ganz kurz nach der Highlights gucken. Ah, wenigstens hat das Wetter gehalten, ey. Hatte ich wenigstens Zeit zum Zuschauen. Ja, genau. Er kommt auch nicht so häufig vor, Matthias, ne? Also nicht im eigenen Rentrim. So, warte. Also, Goldklasse heißt, wenn sie Bock haben, Jan Drexler, Max Florenz und Jannis Zeus zu mir ins Discord. Dann können wir noch kurz interviewen. Ich habe jetzt dreimal geguckt, ob ich im richtigen Channel sitze. Ja, ich sitze im richtigen Channel. Wieso Ewerts, Brey und... Ach so, die Goldklasse. Ich bin ja im Split... Ich bin ja Series A. Ja, Entschuldigung, natürlich. Also die vermeintliche Silberkategorie im Ranking in der Race App. Ja, ja, alles gut, ja. Du hast ja recht. Ewerts, Meyer und Brey. Okay, alles klar. Ja, dann schick mal rum den Bums. Kriegen wir hin. Was muss ich umbinden? Nee, die Channel bleiben so. Nee, ich habe beim letzten Mal habe ich in der Serie B gesessen, im On-Air-Raum. Also, Kommando zu... Das ist halt das Problem, ne? In der Race-App heißt es hier Gold und Silber, ne? Und in Wirklichkeit in der Serie A ist es Platin und Gold. Und in der Serie B ist das dann dementsprechend Silber und Bronze. Ja, da musst du erstmal drauf kommen, oder? So, warte mal, lass mich kurz gucken. Die haben wir... Das Tonspur. Also, Kommando zurück. Wir haben Kollegen Ewerts. Das ist Overall P8. René Brey. Quatsch.
Meier, das ist der Dominik Meier, das ist Overall P10 gewesen, also der Zweite. Und René Brey mit P3, Overall P11. Heißt also hier... Gefinski! Ach, warte, wo ist er? Ich muss gerade auch noch mein Mikrofon ändern. Ey, oh Gott. So? So, Gefinski, grüß dich. Hi. Moinsen. Und noch ein Ei gibt ein Omelette, oder? Jeff, habe ich mir sagen lassen, ja. Geile Nummer, oder? Ja, endlich mal ein Sieg, wird mal Zeit. Hast du noch nie auf dem Podium gestanden? Also in dieser Season noch nicht. Doch, auf Podium schon, aber nie auf eins. Sagen. Nee, nie auf... Ich hab keine Ahnung, ich habe anderes in Erinnerung. Also wir haben schon mehr wie zwei, dreimal das Vergnügen gehabt, womöglich, ja. Aber ja. Du kannst vollkommen recht haben, für den Sieg, den Klassensieg, hat es bis dato noch nicht. Aber warum denn auf Donington Park, Jeff? Ja, keine Ahnung, die Strecke liegt mir in Season 2, war ich da auch Erster, aber da habe ich nicht gewonnen, weil ich eine DT bekam, wegen Boxenlimiter. Aber nee. Ich bin eigentlich relativ schnell hier, das wundert mich. Okay. Ja, meistens ist es, ich glaube, es gibt häufige Situationen, wenn du unbeschwert rangehst an die Nummer. Ne? Also wenn du versuchst, dich selber gar nicht großartig unter Druck zu setzen, sondern einfach getreu dem Motto, lass laufen. Ne? Also es ist nicht so, dass er in die Hose pinkeln soll, das nicht. Aber ne? Wenn du einfach laufen lässt, dich gar nicht großartig unter Druck setzt und so, das sind die tollsten Situationen. Und wie oft hast du aufs Delta geguckt oder konntest du wirklich unbeschwert fahren? Nee, ich hab, also irgendwie ging was mit dem Setup-Laden schief, da hab ich das Standard-Setup drin gehabt. Und ich war in Qualifying, ist was passiert, da kann ich 5 Sekunden bekommen, deshalb habe ich die ganze Zeit aufs Zelt da geschaut, aber die haben gereicht. Also ich glaube schon, dass es der Sieg bleiben wird. Wenn 5 Sekunden, macht er keinen Kopf. Lass mich kurz hochrechnen, bei Abwinken waren es gewesen, 9,5. 9,5, ja. Das müsste reichen. Ja, definitiv. Oh, und die Server-Lags waren auch nicht gerade gut, weil da ist das passiert mit mir im Qualifying. Mal schauen. Ja, kriegen wir hin. Jetzt feiern wir erstmal den Sieg. Auf jeden Fall alles richtig gemacht. Hier Glückwunsch. Overall trotzdem P8 geworden. Also das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, du hast da ganz weit vorne mitgemischt. Und, Aber die 7 vor mir, keine Chance, man. Die Pace, das war, keine Ahnung, das war nicht für diesen Planeten. Nicht von diesem Erdball, genau, richtig, ja. Sehr, sehr geil. Trotzdem, alles richtig gemacht, Jeff. War mir eine absolute Freude, einen Augenschmaus die sehen zu dürfen und jetzt zu hören. Deswegen, sehr, sehr geil. Jeff, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du bei uns warst und nochmal Glückwunsch zum Sieg. Danke, gleichfalls. Ciao. Ja, der Herr Meier. Dominik, wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Abend. Ich muss den Vornamen dazu sagen. Ich hab's am Stream mal wieder gesagt. Es ist ja unglaublich, wie viele Meier dabei sind, ne? Und wie viele Robins und Piers und Dominiks. Und hast du nicht gesehen? Also, das ist ja unglaublich. Ja, es gibt alles. Magnus, mach's gut. Ja, definitiv. Dominik, für die 10 hat's overall gereicht. Für P2 in der Klasse hat's gereicht. Ich glaube, es war ein sehr anspruchsvolles und anstrengendes Rennen, oder? Steffi, grüß dich, moin. Auf jeden Fall. Also, ich habe wirklich gekämpft, überhaupt am René dran zu bleiben. Glücklicherweise bin ich dann doch noch vorbeigekommen, aber es war auf jeden Fall nicht einfach. Und der Ewert, der war gar nicht mehr zu sehen. Der Ewert war gar nicht mehr hier. Der hat irgendwie, weiß ich nicht, also wahrscheinlich muss hier irgendwas luxemburgerisch gelegen oder in der Luft gelegen haben, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, ja. Warte mal ganz kurz, Seftel, er ist der beste Sohn, grüß ihn bitte. Was? Ja, keine Ahnung, habe ich das jetzt richtig gesagt, in der richtigen Reihenfolge, in dem Satzbau, Seftel, oder war das falsch? Pierre, wunderschönen guten Abend. Ist dein Vater das ist der Seftel oder was, Dominik? Nein, ganz bestimmt nicht. Teamkollege, unser Teamchef, mein Teamchef. Okay. Der macht gerne mal ein paar Scherzchen nebenher. Nee, wahrscheinlich soll das Sohn ihn heißen. Er ist der Beste, grüß ihn bitte wahrscheinlich. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Danke. Okay. Das ist der beste Sohn, grüß ihn bitte. Ja, warum denn euch? Ich kann ja, also, wenn sowas da geschrieben wird, weißt du, da kannst du doch alles reintippen. Ja, warum manchmal hat das auch nicht so mit Deutsch, ja. Also. Hast du jetzt gesagt. Sehr geil, ja. Sehr geil. Wie hoch war die Erwartungshaltung vorm Rennen, Dominik? Also eigentlich habe ich mir vorgenommen zu gewinnen. Einfach um in der Meisterschaft dran zu bleiben. Mhm.
aber das habe ich relativ schnell eingesehen, war nicht möglich. Und dann war das Ziel einfach nur noch gegen den René gewinnen, was glücklicherweise geklappt hat. Und jetzt schauen wir mal weiter aufs nächste Rennen. Sandford aufgestellt bei dir? Was denkst du? Es kommt immer auf die Vorbereitung an. Wenn ich trainiere, dann gut. Und ich habe vor zu trainieren. Also sollte was werden. Sehr schön. Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen und liebe Grüße ans Team hier. Und jawohl, in dem Fall an ich. Purple Sector Racing bei GSE, an den Kollegen Seftl, an den Teamchef, ja. Schön. Genau, richtig. Sau geil gemacht, Dominik. Glückwunsch zu P2, Overall P10, alles richtig gemacht, sauber taktiert und gegen Jeff ist keine Schmach, wenn man die Leistung nicht bringen kann, womöglich, weil der Jeff ist wie ein alter Hase. Das stimmt, ja. Glückwunsch an dich. Danke. Mach's gut, schönen Abend noch. Gleichfalls, ciao. René, wunderschönen guten Abend. René Brey zu Gast, Overall P11. René, ist es bei dir geworden? P3 in der Klasse, aber ich glaube, auch bei dir war das Rennen mehr wie schwierig wie einfach gewesen. Und gefühlt warst du ja auch permanent irgendwie im 2-3-Kampf unterwegs gewesen, oder? Ja, hi Benni. War nicht einfach. Und um ehrlich zu sein, dieser Ferrari vor mir, der hat mir P2 vermasselt in der Klasse. Der wollte nicht zur Seite, obwohl er in der Platin-Klasse fuhr. Aber was willst du machen? Kannst du nichts machen, aber. Der Ferrari, ja. Vor dich, überleg gerade, welcher Ferrari. Ach so, du meinst den. Ja, gut. Den hatte ich die ganze Zeit vor mir. Ich habe ihn auch ein, zweimal geflasht, weil vor ihm war eben keiner in seiner Klasse zum Kämpfen, aber irgendwie. Ja, er blieb stur und fuhr einfach seine Linie. Und irgendwann passiert mal ein Fehler, wenn du die ganze Zeit im Windschatten fährst mit dem Porsche. Ja, und dann kam halt Meier vorbei. Aber, ja. Ist halt so, man kann sich ändern. Das ist halt auch so ein bisschen Thema Niveau, ne? Ja. Das Niveau, die Feldstärke ist unglaublich stark. Ja, ich weiß. P3 ist P3. Ja, offiziell gesehen ist es ja legitim, ne? Also, ja, klar. Wenn du jetzt in zwei Klassen fährst, so, ne? Also für die Gesamtwertung im Allgemeinen oder ich sag mal Position und Track, kann ja trotzdem verteidigt werden, ne? Also, ja, klar, sicher. Ich bin bei dir, definitiv. Recht. Von dem her, genau. Ja. Mehr als Flashen will ich auch nicht. Alles andere wäre dann, ja, wäre eine blöde Aktion geworden, sagen wir mal so. Ja. Ich hätte es ja auf hart probieren können, aber hätte keiner was davon. Wie war's mit dem Überrundungsverkehr stellenweise? War gar nicht schlimm, war nur, ich glaube, einer oder zwei, aber die haben brav Platz gemacht, von dem her. Also da die Pace hier so hoch ist, ist Überrunden eigentlich ganz, ganz selten der Fall. Das richtig. Problem haben wir eigentlich da weniger. Zumindest ich. Nee, ich glaube, das haben wir allgemein. Wir haben, ja. wenn Überrundungssituationen, wirklich sehr, 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 sehr selten. Und meistens ist es zustande gekommen durch etwaige, ich sag mal, Ausritte, Unfälle etc., wenn dann der andere wirklich den Schaden hatte und musste reparieren. Ja. Aber ansonsten rein über die Strecke, von der Pace-Differenz her, ganz, 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 ganz gut, war selten. Ja. Sehr schön. P3 hast du mitgerechnet gehabt? Also generell so mit Podium? Nee, ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also gehofft schon, aber der Porsche macht ja oft mal gern mit Reifen und so nach einer Stunde. Eine Stunde mit einem Reifensatz am Porsche kann schon ab und zu mal schwierig werden, aber man gewöhnt sich dran, sagen wir so. Wenn du es handeln kannst, ist alles gut. Ja, klar. Genau, sehr schön. Klar. Glückwunsch an dich, René, tolle Leistung und danke, dass du bei uns warst, gell? Schönen Abend. Ja, gerne. Man hört sich. Ciao. Bis dann, ciao. Jawohl. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr genial. Donington Park, 60 Minuten Anstrengung pur, mit Sicherheit für die Piloten. Vielleicht ist was anderes. Und wir... Beziehungsweise ich gehe dann auch mal ganz tiefenentspannt ins Wochenende rein. Ich darf Danke sagen, dass ihr am Start wart, heute Abend mit dabei gewesen seid. Ich bin planmäßig nächste Woche, glaube ich, wieder da. Lasst mich ganz kurz gucken und überlegen. Jetzt am Wochenende muss ich gucken, ob ich es zeitlich hinbekomme. Ich habe momentan unglaublich viele Sachen zu erledigen. Privater Natur auch. Genau, planmäßig nächste Woche Donnerstag wieder da, dann haben wir wieder einen SRU-Lauf am
Start. In Monza ging es weiter, genau. Und Sonntagabend dann die Simsport Germany. Die haben 1. Mai gefahren? Ne, die fahren die Woche drauf, ne? In Race Room die Rio Racing. Fährt, glaube ich, am 8., wenn ich es richtig. Ne, die fahren am 1. Mai, die fahren nächste Woche. Also, Kommando zurück, nächste Woche Mittwoch. Nächste Woche Mittwoch am Start. Feiertag. Dann ist die Rio Racing im ersten Programm unterwegs mit der GHC. Der sogenannte Green Hill Cup. Wie bisher auch. 8 Uhr geht's los am Abend, oder? Schreibe ich aber noch einen Streamplan rein, das ist kein Thema. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die ganzen Subs, die Resubs, die Gift-Subs und natürlich auch die ganzen Follow. Habt einen schönen Abend, kommt nachher gut zu liegen. Morgen einen letzten schönen, hoffentlich einen letzten für diese Woche Arbeitstag gewünscht. Kommt gut in den Freitag rein. Und wir hören und sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, ich wünsche euch was. Danke.